So, nachdem ich mich jetzt von Emporia losgeeist habe, nachdem ich jetzt dann doch dort noch in mehreren Welten angefangen habe zu spielen, heute auch wieder eine weitere Folge von Angeschaut und Ausprobiert und direkt zur Spielauswahl. Simotrans ist auch noch in der Liste. Battle Island und Galcon 2. Okay, ist das auch eins von diesen Eroberungsspielen, so wie Boyd, so ähnlich in gestaltet, aber ich werde es gleich wieder wissen. Also, Galcon. Ja, es sieht ganz danach aus, als wäre es ein ähnliches Spiel wie, ja, wie Boyd und wie das, was ich schon angesprochen hatte, als ich in Boyd das verglichen habe. Dass dort ja auch schon andere Spiele waren, in denen man einfach Einheiten losschicken musste, um dann bestimmte Dinge zu gewinnen oder halt Sternkarten zu erobern und einzelne Planeten zu besetzen. Und zwar in einer ziemlich einfachen Form, nicht so komplex wie vielleicht so ein 4X-Game, wo man dann noch Forschung, Ausbau, Flotten und sonst was erstellen muss, sondern einfach nur in der Hinsicht, ja, dass man Einheiten bekommt und die man dann möglichst geschickt und strategisch schnell in verschiedene Stellen vorwärts bringt. Also, auf zu Galcon 2. Mit 30 MB, die runtergeladen wurden, ist es halt auch schon komplett installiert. Account. Ach du meine Güte, eine Galcon-ID. Wenn ich Galcon schon mal gespielt habe, wovon ich ausgehe, müsste ich davon eigentlich auch noch eine ID haben. Jawohl. Meine ID funktioniert noch und sobald wir es kommen, to Galcon, let's some wild ships planet in trophies. Gut, continue. Tournaments, Sektor, others. Okay, was soll ich jetzt hier tun? Social. Einkauf. New and featured. 10 Galgons, Sheriff, TNT, Wheel, wahrscheinlich irgendwelche Symbole, mit denen ich dann irgendwie mich meine Sachen schmücken kann. Planetenfarben, die man dazu kaufen kann. Galcoins. Kosten 5000, kosten 5 Dollar. Also 1 Dollar, 1000 Galcoins etwa. Das heißt, so ein Ding hier kostet dann 50 Cent. So, Schiffe kann man verschiedene, ja, das ist die klassische Form, Dreiecke. Und damit man sie dann in dem Durcheinander, das entsteht, nicht so ohne weiteres verliert, kann man dann einige solche Symbole kaufen. Und noch normale Planeten in Blau. Oh, Blau gefällt mir immer noch am besten. Gut, Clans. Nee, Clan machen wir jetzt keine. Statistiken. Dimetev. Okay, das ist der Name, den ich mir damals hier habe generieren lassen. Beziehungsweise mit meinem Tool. Und Free for All, King of Hill. Free for All. Profi-Valut wie 500.000, 125.000. Bekomme ich die dabei freigespielt? Ich habe noch keine, ja, noch keine Trophäen gesammelt. Gut. Also erstmal auf jeden Fall den 1-Stunden-Countdown starten. Und einfach mal gucken. Choose Sector. Empires New. Empire is a team-based game. To win your team must light up more area than the opponent. The light up a triangular region, you must conquer the planet surrounding it. By conquering a region, you enable the production of these planets. Home planets are shielded from attacks. Okay, also die Heimatplaneten können nicht erobert werden, aber ich muss verschiedene ja, Bereiche erobern und die dann ja, in irgendeiner Form gewinnen. 8 von 8.
Das heißt, das ist wahrscheinlich voll. Free for all. Okay, gehen wir jetzt einfach mal in so ein Free for all und... Naja, Watch will ich eigentlich nicht machen, wenn, dann möchte ich gerne ein neues Spiel starten. Okay. Kann man eigentlich einfach in den Start gehen? Ja. Gut, okay, wo bin ich? Da unten. Ich hätte mich vielleicht vorher mit der Steuerung ein bisschen mehr vertraut machen sollen. Um hier ein bisschen klarer mitzubekommen, wie und was. Okay, die da oben kabbeln sich schon ein bisschen. Okay, da kommt schon der Erste und will meinen Dingsbums erobern. Okay, das hat jetzt noch nicht geklappt. Oh, Blau ist ziemlich übermächtig und macht gerade schon alle anderen platt. Und kommt jetzt auch gleich zu mir. Er hat meinen Heimatplaneten platt gemacht. Das ist nicht gut. Noch habe ich nicht verloren. Aber hier die Übersicht zu behalten ist schon ein bisschen schwierig. Uiuiuiui. So, da gehen sie dahin. Überall die blauen. Oh, die kann ich nicht mehr umlenken, doch. Uiuiuiui. So, da gleich mal wieder ein paar versuchen, den Planeten zu erwischen. Ja, er hat auf jeden Fall mit seinen Schwarmflotten ziemlich viel, die er hier sozusagen durch die Gegend schickt. Aber solange ich hier nicht schaffe, genug irgendwie als Gegengewicht aufzubauen, nützt mir das Ganze natürlich nicht viel. Okay, auf jeden Fall muss er sich ein bisschen abmühen, bis er jetzt meine letzten Einheiten hier vernichtet hat. Auf jeden Fall noch ums Überleben kämpfen. Naja, gut, es war jetzt sehr ungeschickt, gleich so einen vollen Planeten zu nehmen. Aber jetzt muss er mir bloß noch hinterherfliegen, um die letzten Planeten auszuräuchern. Und dann ist das sowieso erledigt. Okay, 48. Wo ist jetzt noch der kleinste da unten? Ah, das war's. Mein letztes Raumschiff, mein letztes Raumschiff. Tot. Okay, das war's. Oh, ich habe ein Level bekommen. Statistik für your personal and unlocks. Okay, und wo kann ich das jetzt angucken? Hier got 25 Gold Coins. 59%. Nein, ich will Trophy Preview. Da ist jetzt noch gar nichts. Profil. Back. Ey, wo ist denn das Ding jetzt hin? Dann. Okay, also Hannibal Smith hat alle platt gemacht. Und not bad. Wieso habe ich jetzt dafür... Only bad with people you trust. Beware of hustlers, suiciders and teamers. No refunds. A portion of each bet goes towards clan. So, so. Okay. Oh, Dimitri
50%. Macht er jetzt gleich einen Angriff auf mich? Wieso ist denn da jetzt nichts dazu gekommen? Hey, das war mein Planet, du Keks. Jetzt hat er meinen Planeten da oben platt gemacht. Auf jeden Fall greift er hier ziemlich früh schon meine Planeten an. Ohne dass ich da jetzt allzu viel aufgebaut habe. Okay, da unten hat er jetzt schon alle ausgerottet. Ja, also so ganz grün bin ich mit solchen Spielen ganz sicher nicht. Weil er sieht ja normalerweise nicht, wie viele ich tatsächlich da doch drauf habe. Nur jetzt ist... Boah. Wahnsinn. Ja, das Spiel ist einfach dann ziemlich flott und ziemlich schnell, dass man die wichtigen Planeten einnimmt und dann Toxic Strike. Okay. So, wie komme ich jetzt hier aus der Lobby wieder raus? Use Steps. Nein, ich will doch gar nicht nochmal. Ah, jetzt bin ich oben. So, auf 75 das Ganze. Die anderen dorthin. Da hinten auf die 9. Und überall da, wo möglichst kleine Ressourcen sind. Jetzt hat er mir hier den Planeten schon platt gemacht. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, wenn ich mich natürlich daran ausbeiße, dass er die anderen Planeten übernimmt. Und die wahrscheinlich so schnell nachbauen, dass ich da eh keine großen Chancen habe. Toxic Strike. Plus 81, plus 125. Was heißt denn das überhaupt? Plus 97. Plus 18. Der letzte. Irgendwie finde ich das nicht so spannend. Okay. Also, nein, Lobby. Ich will zurück in die Lobby. Kann ich hier nicht mal irgendwas Ruhiges noch spielen? Wie wäre es denn mal noch mit irgendeinem NPC-Spiel? So vielleicht... Choose Sektor, Free for All, 3XP, New, Team, Coop, King of the Hill, Galaxy Map. Welcome to the Galaxy Map. Explore the map and fly to an investing star. Interesting star. Okay. Gut, dann lass mich doch mal irgendwie loslegen. Dimetev. Basket Cave. Fly here, War Hero, Starlock. Ach du meine Güte. Versus Alt. Ein bisschen rauszoomen vielleicht irgendwie. Genius Team. Irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Plus 42, plus 97. Plus 96, plus 81, plus 25, so, hier hin. Und was kann ich jetzt machen? War hier was. Apply to join about clan, enforcers clan, no force is greater. Und das da, Maelstrom clan. Der in Silencing mit About Clan. Blablabla. Leading New Order. Hugh Call Canes. Also so richtig, was ich hier jetzt eigentlich machen soll, habe ich tatsächlich noch nicht kapiert.
Social. Level up. You got 35 Guy Coins. Okay, das war das Ding, was ich vorhin bekommen habe. Statistik View Your Progress and Unlocks. Okay, das war hier. Also das heißt, 3 Experience habe ich in dem bekommen und deswegen... Level 1 ist das unlocked und das andere sind dann so nach und nach die Level. So, Leaders. Select the Leaderboard. Okay. Host Chores. Cool. Champions. Sandy's Teams. Das sind dann die mit den meisten Punkten. Oder halt die am schnellsten irgendwie gewonnen haben. Also gibt es jetzt auch noch irgendeinen NPC oder gibt es hier nur sozusagen Online-Games? Choose Sector. So, Empires, King, Hill, Coop, Teams, Custom Game. Empires, Dimitev, Look by playing every day. I'm here. Was kann ich dann da jetzt eigentlich einstellen? Okay, das ist wieder nur das da. Admin Approval off, Edit Teams off, Strict Quiet, Reset Wins, Customize, Choose a Sector, Eliminator, Teams, Players. Okay, aber anscheinend geht das Ganze nur online. Free for All, King of the Hill. Players, Planets, Homes, Production, 125, 15 Sekunden, Clock. Fighter. Nee. Open King of the Hill, the New Order. Open Empires. Open Eliminator. Sektor. Empire 7 von 8. So. Okay, da kann ich einfach nur zugucken. Das sind diese Sektoren und dann produzieren auch noch nicht alle. Jetzt ist nur die Frage, wieso es da verschiedene Farben gibt. Plus 200, plus 68, 52, plus 0. Das ist natürlich die Frage, ob dann dadurch, dass die Planeten besetzt sind, irgendwie mehr Power da drin liegt. Noch eine Minute für Domination. Also die sind alle in der blauen Allianz und deswegen wahrscheinlich einfach unterschiedliche Farben. Ja, jetzt müssten sie die da mal noch überfallen, damit sie hier die Regionen auch irgendwie beinhalten. Aber das haben sie schon geschafft. Ja. Kann ich da jetzt automatisch mitspielen? Mal gucken. Ich wäre in Team 1. Naja, dann mal schauen, was ich jetzt hier machen kann. Okay, ich bin da oben. Kann ich die mit unterstützen? Ja. Okay, aber ich kann nur die Einheiten kontrollieren, die auch bei mir unterwegs sind. Dann haben wir den jetzt verloren, achso, weil der da oben verloren gegangen ist. Warum funktioniert der hier unten nicht? Okay, dann mal schauen, dass da noch ein bisschen Bonus reinkommt. Oh nein, nicht da oben angreifen. Thank you.
den da weiter zu unterstützen. So, ab nach da oben. Okay, der andere ist schon ziemlich hinüber. Oh, cool! You know an Ancient of Empire. Ein was? Naja, das kann ich mir nachher nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall sieht es so schon mal deutlich besser aus. Okay, gleich mal hier die ganzen dort legen. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Basis. Wieso kommen da keine Schiffe hin? Verdammt. Ah, verdammt. Die sind jetzt zu gut bewacht worden. Der Katagon ist schon wieder alle übernommen. Oh, verdammt, das sieht dieses Mal irgendwie ziemlich schlecht aus. Was? Alle weg? Alle weg? Haben wir alle aufgegeben, oder was? Okay, diesmal komme ich ins rote Team. Will mich diesmal auf die linke Seite konzentrieren. Wo sind denn jetzt meine Schiffe, die ich kontrollieren kann? Okay, die da. Irgendwie finde ich das ziemlich unübersichtlich. Nein. So, der ist jetzt gleich wieder unser. Okay, aber da oben ist ziemlicher Murks gebaut. Ja, der ist unser. Und jetzt heißt es da drüben weiterzukommen. Okay, da oben ist jetzt schon wieder einer. Schnell, ja, zurückgeholt. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo sind die anderen schon wieder alle hin? Wieso bin ich hier schon wieder irgendwie alleine unterwegs? So funktioniert es aber nicht, Leute. Ich kann doch das nicht alleine gewinnen. Oh, you got 100 Sam Coins. Schon wieder ein Level up. Okay, diesmal bin ich da drüben. So, ab auf den 19er. Doch nicht. Wieso werden hier so wenig Schiffe nachproduziert? Ich brauche mehr Schiffe, verdammt nochmal. Sehr gut. Aber irgendwie ist Blau da ziemlich flott drauf. Einfach in der Form, die zu besetzen. Ja, jetzt haben sie schon wieder alle aufgehört. Ich weiß gar nicht, wo die hier dann immer Abaddon machen oder sonst irgendwas. Das
geben sie jedenfalls die ganzen Dinger da hinten auf. Plus 24% und 39%. Also so richtig verstehe ich es nicht. Aber ich gehe da mal wieder raus und guck mal hier, okay, was ich hier wieder aufgelevelt habe. Also das war jetzt die... Gut, da ist jetzt noch nichts weiter freigeschaltet und das sind einfach nur die Prozente bis zum nächsten Level, was da anscheinend auftaucht. Gut, also das war jetzt zumindest mal Empires in einem etwas anderen Modus. So, das Koop, Free for All. Okay, genau, das war ja das Sektoren-Game. Open Eliminator. Erstmal gucken. Das heißt, hier geht es auch dann darum, letztlich Final Braun Maus. Das ist dann das Surrender, da sind sie wahrscheinlich einfach rausgekommen. Gut. Da haben sie dann einfach aufgehört weiterzuspielen. 85 Spieler, 128 Server, 27% aktiv. Aha. Okay, Basics. Tap to select planet. 10 choose a target. Indicated by Spiral. The number of ships of the planet. Production. Larger planet produce more ships. Grey planets are neutral. Advanced control. Select the multiple planets by tapping them individually or select a double tapping on one of them. The percentages compare to win. Genau, deswegen ist das Ganze auch alles ein bisschen hektisch. Billiards. Billiard is a free-for-all-style game mode where all the planets move and bounce against each other. Conquer all the enemy planets to win. Okay, da ist alles ein bisschen in Bewegung. Co-op mode work together with other players to conquer the enemy. There are several different phases and the asset stages increase, the enemy become more difficult. Okay. Eliminator is an intense multi-round 1-1 symmetrical bracket match. Ja, einfach den anderen platt machen. Das heißt, so ein Koop wäre vielleicht mal noch interessant. Empire is a team-based. Your team must light up more areas than the opponent to light up triangular regions. You must conquer the planets surrounding. By conquering a region, you enable the productions of those planets. Whole planets are shielded from attacks. Okay, wenn die eigentlich geschildert sind, deswegen müssen die dann eigentlich resignen. Beziehungsweise wenn dann nicht mehr viel zu tun ist, dass das dann einfach aufgegeben wird. Free for All ist the classic Galcon Game. Ich werde jetzt gerade mal nochmal im Menü. Ah, hier ist Praktik und Mods und so weiter. So, also hier kann ich noch ein bisschen Praktik ausprobieren. Okay, Basic Gameplay ist relativ leicht, das ist klar soweit. Da kann ich jetzt auch einfach mit 100% rüber. Dann hole ich jetzt sozusagen nochmal die, die Einführung nach. Die ist, denke ich, schon so ähnlich wie Enemy plus 30, Player plus 20. Das heißt, hat der hier eine höhere Produktionsrate als ich. Genau, so, jetzt hier. Einfach beide. Select multiple planets by tapping them individually oder select all by double-clicking. Ja. Und warum sollte ich zuerst den da angreifen? Ist ja viel einfacher, den dort. Und dann sozusagen den letzten zu erwischen. Gut, das soweit die Advanced Controls und jetzt das hier mit den einfachen Controls. So, erstmal die kleinen alle erobern, da wo möglichst wenig sind. So, da kann ich ihm dann schon ein paar vor den Latz knallen. Im Moment sehe ich ja zumindest, wie viele von ihm irgendwo da drauf sind und seine gehen dann dort jetzt unter und meine besiegen ihn hoffentlich schon. Gut. Good job. Okay. So, dann kann ich jetzt hier noch verschiedene Maps, naja, okay, es ist die gleiche Map wie gerade eben, also
Sag bloß, der gibt mir auch Tipps, welche Ziele aktuell am sinnvollsten sind. Das heißt, jetzt ist es am sinnvollsten, dann seinen Heimatplaneten schon anzugreifen. Finde ich ja interessant, dass da so eine Hilfestellung gewährt wird. Und mal gucken, ob die in den Menüs ausschaltbar ist. Gut, das war's. Difficulty Tutorial habe ich gerade. Cabin Boy Admiral Captain. Okay, Menü. So, was sind die Mods? Local Mods, Classic Turn, Dual, Bot War. Nein! Wie komme ich da wieder raus? Quit. Kein Bot War. Client, Server, User Mods, Frustration, Ultracon, Pick a Mod from your computer. Okay, hab keinen. Gut, Settings, Audio, Video, Controller, Left-Hand Mode, Colorblind Mode, Percent Slider, Default Percent, da kann ich schon mal einstellen, kann ich schon mal auf 75 gehen. More, Drag and Drop, Box Select, Double Tap All, Right Click Required, No. Okay. Gut, Forms, Review, Quit. So, Practice. Gut, da kann ich nur das normale Play machen. Achso, da kann ich auch ausspielen, wie weit das Ganze, dass ich jetzt zumindest schon nicht mehr sehe, wo er, wieso kann ich jetzt nicht alle dort. Okay, wenn mehr schon ausgewählt sind, dann klappt es mit alle nicht. Wäre vielleicht langsam mal an der Zeit, hier ein bisschen bei ihm drüben ein bisschen anfangen aufzuräumen. Weil der kommt jetzt auch schon zu mir. Jetzt muss ich mich langsam ein bisschen aufpassen. Wenn die alle draufgehen, dann habe ich natürlich ein Problem. Okay, sie sind nicht alle draufgegangen. Schnell noch ein paar zur Unterstützung, zu spät. Das sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus. Das heißt, Admiral ist da schon ein bisschen zu schwierig. Da bin ich einfach viel zu langsam für. Um da... Okay, Difficulty, gehen wir ein bisschen runter, machen mal noch Commander. Und okay, jetzt sehe ich auf jeden Fall noch seine Einheiten dabei. So, 98. Boah, jetzt holt er sich gleich das Ding da weg. So, dann kann ich mir den da gleich holen. Den kleinen da noch. Den da. Ja, wenn man sieht, wie viele Zahlen da sozusagen drauf liegen, dann ist es schon um einiges einfacher. 93, 83. So, gleich mal den da holen. Den Dreier noch mit dazu. Ja, das ist doch schon... Also in der Schwierigkeitsstufe komme ich noch ganz gut zurecht. Da ist er nicht so hektisch. So, Difficult, noch eins höher wieder, Play. Okay, das ist ein Niveau, auf dem ich dann schon nicht mehr sehe, wie viele Einheiten er hat. Okay, es macht eigentlich keinen Sinn, solche kleinen Planeten am Anfang zu erobern. Nein, ihr solltet eigentlich den da beschützen. Ui, das war knapp. Jetzt hat er den da unten im Visier. So, auf jeden Fall hat er sich jetzt noch nicht großartig ausgeweitet. Ne, ich will eigentlich gar keinen von denen. Nein, du solltest... Okay, das ist gut. So, wo ist jetzt der nächste kleine 18? Da hatte ich den da drüben noch aktiviert.
Okay, du solltest den eigentlich da drüber ziehen. Wo wollt ihr hin? Na, ich glaube, das nützt euch nicht viel. So, dann den daneben noch mit. 24 da unten. Boah! Schnell ein paar Schiffe rüber, bevor er mich da irgendwie ausnockt. Da kommen schon wieder die nächsten. So, das wird mal... Oh, verdammt. Das tut weh. Da brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung auf der anderen Seite. Okay. Den da wieder aus. Gut. Jetzt sind da auf jeden Fall schon mal sicher in meiner Hand. Und sobald die Schiffe da weg sind, kann ich mir den... Kann ich mir den da drüben holen und den hier drüben auch gleich mit. So, zack. Das geht ruckzuck. Jetzt hat er den Planeten da oben schon wieder bekommen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viele auf seiner Heimatbasis warten. Weil natürlich, man kann sehr viel schneller die Heimatbasis versuchen anzugreifen und dann dort eben wenig Optionen lassen. Das sollte jetzt ganz gut funktionieren. Einfach hier die Sachen hin und her schieben und dann war es das. Also gut, in der Difficulty hat es jetzt auch noch funktioniert. Dann probiere ich jetzt nochmal eine höher, den Admiral. Und guck mal, ob ich dieses Mal vielleicht ein bisschen cleverer agiere. So, dort, da unten ist ein Einser. So, den hat er jetzt schon im Visier. Die 16. Dann da hinten, okay, da kommt er jetzt gerade. Aber die 15 sollte auf jeden Fall zu knacken sein und die 15 ebenfalls. So, dann kann ich mir den da holen. Den will er jetzt unterstützen und den will er... Okay, der ist abgewehrt und ich habe jetzt gleich fast den anderen erwischt. Ah ja, doch, ist jetzt schon übergangen. Halt, schnell da noch ein paar Einheiten hin. Damit er bloß nicht übernommen wird. Okay, zu spät. Nochmal zurück, nochmal hin und her. Oh, ja, da bin ich schon wieder, verliere ich schon wieder die Übersicht. Zu gucken, rechts, links, oben, unten, wo ist jetzt noch überall Enemies unterwegs. Und sobald natürlich erstmal dieses Gleichgewicht gefallen ist und er sehr viel mehr Planeten unter Kontrolle hat als ich aktuell, da ist das natürlich dann schwierig, überhaupt noch einen Stich zu machen. Ja. Okay, also nochmal. Es kann doch nicht sein, dass das eine Stufe zur nächsten so viel schwieriger wird. So. So, die beiden dahin. Kommt schon, du musst ein bisschen schneller gehen. Und sobald er den da hat, mein Planet. So, dann da unten zum nächsten. So, der muss auf jeden Fall gehalten bleiben. Und dann mal schauen, ob ich den da unten erwische. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anreiz. Das ist nicht gut. Jetzt hat er den schon wieder übernommen. Okay, jetzt habe ich zumindest die drei da. Ja, ich hatte fast die drei da unten. Jetzt hat er die wieder übernommen. Und das natürlich ein paar Sekunden und schon sind natürlich da zig Schiffe sozusagen produziert, die dann auch dafür sorgen, dass das Gleichgewicht weiter gestört wird oder vielmehr weiter in eine bestimmte Richtung geht. Okay, darüber, darüber. Der muss unbedingt gehalten bleiben. Und hier nochmal einen Planeten vielleicht erwischen. Ah, jetzt hat er den da oben schon wieder im Wickel. Ja, zu viel Passivität und schon ist sozusagen dieses Ungleichgewicht kaum noch auszugleichen.
Allein dadurch, dass hier dann nach und nach irgendwie... Okay, und schon war es das. Okay. Zurück zum Menü. Praktisch. Praktisch. Also, dann spiele ich mal zumindest noch mal eine Runde für die Schwierigkeit. So, 27. Ich weiß nicht, ob der dabei auch ein bisschen weniger aggressiv... Nee, ich glaube nicht. Der kommt jetzt hier auch schon wieder in meine Nähe und versucht da eine Basis aufzubauen. So, da die weiter nach unten. Genau, die hat er da jetzt auch am Wickel gehabt. So. Hier wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich den da oben noch erwischen würde. Im Moment hat er jetzt den Planeten da oben am Wickel. Und ich schaue, dass ich hier unten weiterkomme. Ah, da will er jetzt auch hin. Okay, zu welchem will er? Zu dem. Gut, der wird unterstützt, der dort auch. So, damit er mir da zumindest nicht in die Kandare fahren kann. So, den da noch. Dann habe ich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Rückhalt. So, auf jeden Fall darf er da keinen Planeten behalten. Ey, ihr solltet da, dahin. Nein! Uiuiui. Los, alle darüber. Sobald er natürlich einen Planeten in der Region hat, ist es umso schwieriger, ihn dann wieder da rauszubekommen. Los, darüber. Und dann immer aufzupassen, wo jetzt hier gerade die nächsten rumflattern. Oh, jetzt habe ich wieder von dem Planeten ausreichend welche weggezogen, wo er gerade wieder hin angreift. Okay, jetzt habe ich da unten ihm auf jeden Fall schon mal einen weggenommen. Im Moment ist es noch in einem ziemlichen Gleichgewicht, aber ganz leicht tue ich mich damit tatsächlich nicht. Dort, die in der Hektik das alles klein zu machen. So, da hat er jetzt wieder ein kleines Schiff erobert oder einen kleinen Planeten. Okay, Zeit hier mal oben die größeren anzugreifen. Okay, jetzt will er wieder zu dem. So, jetzt habe ich da zumindest einen Brückenkopf und kann dann hoffentlich möglichst schnell auch... Nein, ihr solltet doch nicht den da unten angreifen. Ach, verdammt. Ja, das hat dann mit der Zielgenauigkeit auch noch ein bisschen zu tun. Dann aufzupassen, dass hier das tatsächlich in die richtigen Richtungen fliegt. Okay, wo geht ihr hin? Okay, jetzt hat er mich da oben auf jeden Fall schon mal wieder raus. Aber hier ist jetzt ein größerer... So, die untere Ecke ist meine und jetzt bist du aber sowas von fällig. So, okay. Das heißt, da ist jetzt natürlich das Ganze schon in einem ziemlichen Ungleichgewicht. Sehr schön. Okay, Play. Wild West, Continue. Also, Choose Sector, Free for All. Wieso bin ich da jetzt eigentlich schon grün, weil ich da jetzt schon so viel Experience gesammelt habe? Machen wir einen Koop. Im Koop-Mode, you work together with other players to conquer the enemy. Koop-Sektor. Gut, das hier ist dann ziemlicher Anfänger. Drop in Koop. Okay, also der lilane ist sozusagen der You are now an Ensign in Koop. Dabei habe ich ja gerade mal das erste Mal gespielt. Na gut. Dimitrev crushed the galaxy. Weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber auf jeden Fall geht es darum. Okay. So.
So, viele sind nicht mehr. Was ist das denn jetzt für ein Ding? Achso, das war sehr schön. Hui, da ist noch ein anderer dazugekommen, deswegen ist das dann irgendwie anders geworden. Oh, jetzt bin ich alleine. Haben mich alle alleine gelassen. Warum denn? Ich habe mich doch nicht so schlecht angestellt. See Modding in the Forums. Ja, ich kann selber welche erstellen. Na gut. Dann schaue ich mal, was jetzt noch hier in meinen Statistiken auftaucht. Dimitri in Zeilen Nummer 2. Aha, das heißt, hier habe ich jetzt schon 4 Experts, Empires habe ich auch und hier habe ich 2 bekommen beim Free for All. Das heißt, Billiards kann ich noch spielen. Clicking Hill, Eliminator, also es gibt noch eine ganze Menge Spiel oder verschiedene Spielvarianten. Aber ja, wie gesagt, mir ist das ehrlich gesagt zu stressig. Aber ich würde ganz gerne nochmal wissen, was ich hier mit der Galaxy Map anfangen kann. Also, wenn ich jetzt da hinfliegen möchte. So, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich hier jetzt irgendwie mitspielen? Das war es nur Heroes. Apply to join, about Clan. Ich will aber gar nichts joinen. Members. Okay, also ohne Clan kommt man da irgendwie neutral. Join a Clan to participate in Wars. We're here. Basket Cave. Should remain. Grimfarbe. Open Map. So, die haben hier verschiedene Gebiete erobert und schicken ständig irgendwelche Flotten durch die Gegend. Hey, da war doch gerade ein fast leeres Ding. Are you mittens juicy? You see mittens. Fly here. So, Starlock. Rename to Alexava. Rename to Jetpop 2. Okay, das heißt, jeder, der das Ding erobert hat, kann dem Ding dann einen neuen Namen geben. Aber dafür muss ich Starlock rename to Rispoop 2 und Vibix Bix Casa. Factions Rockstar Rock und Pirates Top Clans, Rockstars, Top Clans. So, das sind die Fraktionen, die Kriege. 3 Stunden left. Hier ist das eigentlich die einzige Map. Ja, hier ist Sparky, Open Map, raus. Clans are a great way to get involved in the community. Choose your clan with care. Browsing through the new clans is a good way to find clans who may need new members. Okay, das sind die Clans. New Clans. Most Hated. Dark Moon. Pulp Fiction. DNA. Planet Eaters. Sectors. Map. Mapwins. Okay, das heißt, wenn die Karte dann erstmal abgeschlossen ist. Host Scores. Okay, das eine waren die Piraten irgendwas. Master Clan. Singularity. Fight Club ist aber jetzt letztlich nur ein Club. Also nur ein Clan an der Stelle. So, die sind alle vom 20. August, also von gestern. Haben hier schon die ersten Punkte bekommen. Group 935, Darkmoor, Member 11, About Clan.
Small Clan likes active players, will participate in game. We take players of any rank and go together, we will participate in game mode once strong enough. Galaxy Map. I will participate in Galaxy Map Mode. So, the New Order ist natürlich einer der größeren. The family doesn't need to be perfect, it just need to be united. Die Frage ist nur, wieso haben die eigentlich nur zwei Fraktionen? Fight Club sind der, Singularity auch. Scheinen die wenigsten in dem Ding, aber dafür haben sie die meisten Punkte. New Order ist in den Piraten. Und okay, genug für heute. Wieder ein kurzer Einblick erstmal in das Spiel. Wie gesagt, mir sind die Sachen zu hektisch, wie ich schon bei Boyd gesagt habe. Und ja, das andere war dann wahrscheinlich Galcon, was ich vorher schon mal gespielt habe in diese Richtung. Und das ist eben jetzt Galcon 2 und ja, schnelle Strategie, Action für die Leute, die es mögen. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!